seid, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Ich denke, das wird Ihnen jetzt viel nützen. Ripple, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Ripple der Raumzeit, Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Aber das sind Gravitationswellen. Und das ist was wirklich etwas physikalisch Schwieriges. Und ich denke, wir müssen da mal einfach ein bisschen von vorne einsteigen, das mal so ein Stückchen entwickeln. Was sind Wellen? Wellen, das wissen wir jeder. Am schönsten ist es, wir werfen einen Stein ins Wasser, dann breiten sich kreisförmig Wasserwellen aus und das sind Wellen, die mit einer gewissen Geschwindigkeit nach außen laufen. Was wissen wir noch aus dem täglichen Leben? Schallwellen, das sind Druck- und Dichteschwankungen. Das ist der Grund, warum Sie mich hören. Da gehen dann so Dichteschwankungen, Druckschwankungen rüber mit Schallgeschwindigkeit. Das sind die Schallwellen. Und was gibt es noch für Wellen? Lichtwellen. Das wird jetzt schon wieder etwas schwieriger. Lichtwellen, das sind elektromagnetische Schwingungen, das heißt also die elektrische Feldstärke ist groß und klein, die magnetische Feldstärke schwingt und das Ganze breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Und da hatten wir schon als Physiker in den Ende der 1850, 1860, 70, nachdem der Maxwell mit seinen Maxwell-Gleichungen gezeigt hat, dass es im Prinzip elektromagnetische Wellen geben muss und die dann der Hertz nachgewiesen hat, also der Hertz mit experimentell gewiesen hat, dass es wirklich elektromagnetische Wellen gibt, hatten wir schon Schwierigkeiten, denn irgendwie ist man damals von den Physikern, waren wir gewohnt, dass Wellen irgendeinen Träger brauchen, nicht Wasserwellen, schwingt das Wasser, Schallwellen, da schwingt die Luft. Und was schwingt bei den elektromagnetischen Wellen? Und da hatte man sich dann den Äther ausgedacht. Hat gedacht, aha, da haben wir einen Äther. Und in diesem Äther schwingen die elektromagnetischen Wellen. Ja, dann ist man aber auf die Idee gekommen, wenn es so einen Äther gibt, muss man den ja auch nachweisen können. Nicht? Das ist doch völlig klar. Genau wie man bei Schallwellen die Luft nachweisen kann, muss man halt bei Lichtwellen dann den Äther nachweisen. Und wie die Luft weist man nach? Das ist ganz einfach, indem sie sich durch die Luft bewegen, dann gibt es halt einen Wind. Und das heißt also, wenn Sie der Schallwelle entgegenlaufen, ist praktisch ein Wind. Wenn Sie weglaufen, ist auch ein Wind, weil ja die Schallwelle mit der Luft bewegt. Wenn Sie sich gegen die Luft bewegen, gibt es einen Wind. So, jetzt kann man sagen, wenn ich mich gegen den Äther bewege, dann muss es einen Ätherwind geben. Nicht? Ganz klar. Und das heißt also, wie man so weit war, hatte man sich also überlegt, was der jetzt für Eigenschaften haben muss, der Äther. Das wurde immer verrückter. Der musste die Erde durchdringen, der durfte von der Erde nicht mitgenommen werden und so weiter. Und dann gab es den Michael Morley. Und der hat gesagt, jetzt messen wir doch mal den Ätherwind. Und das ist doch ganz, ganz einfach. Wir machen also ein hochgenaues Experiment, wo wir die Lichtgeschwindigkeit in verschiedenen Richtungen messen. So, die Erde läuft jetzt mit 30 Kilometer pro Sekunde, das ist immerhin ein Zehntausendstel der Lichtgeschwindigkeit, auf ihrer Kreisbahn um die Sonne. So, jetzt sind wir jetzt im Frühjahr, bewegen wir uns so in eine Richtung, ein halbes Jahr später bewegen wir uns in die andere Richtung. Also wenn es einen Äther gibt, laufen wir, egal wie, immer mit einem Unterschied von 60 Kilometer pro Sekunde, entweder mal mitten oder gegen den Äther. Also wenn im Sonnensystem ruht der Äther, mal mit 30 Kilometer in der Richtung, 30 Kilometer in der Richtung. Und Michelson und Morley haben also dieses Experiment gemacht und mit extremer Genauigkeit gefunden, dass es keinen Ätherwind gibt, sondern dass die Lichtgeschwindigkeit immer konstant ist. Und dann waren die Physiker erst einmal völlig verzweifelt und hatten also die tollsten Ideen, was da passieren könnte. Der Lorenz hat gemeint, diese Längen von den Interferometern, wo man das misst, verkürzen sich, Lorenz-Kontraktion. Oder Herr Ritz hat gemeint, die Geschwindigkeit der Lichtquelle addiert sich zu dem Licht. Das heißt, also, wenn die Lichtquelle sich bewegt, dann addiert sich zur Lichtgeschwindigkeit das Ganze. Das hätte alles das Michelson-Morley-Experiment erklärt. Aber man hat sofort festgestellt, es gibt furchtbar viele Widersprüche. Und das war also ein richtiger Verhau damals in der Physik, wo man wirklich nicht richtig wusste, was los ist. Und die Lösung kam dann 1905 vom alten Einstein, beziehungsweise damals vom jungen Einstein, 26 Jahre, am Patentamt in der Schweiz, in Bern, wo er in einem Jahr fünf fundamentale Arbeiten geschrieben hat. Eine darunter die Lösung dieses Problems, nämlich die spezielle Relativitätstheorie. Und er hat gesagt, Äther, alles Quatsch, Lichtgeschwindigkeit ist konstant, das akzeptieren wir. Und dadurch
entsteht eben einfach ein anderes Verhältnis, wie sich Raum und Zeit für große Geschwindigkeiten verhalten. Für kleine Geschwindigkeiten verhalten sie sich als Raum und Zeit so, wie wir es gewohnt sind. Der Raum ist dreidimensional, Länge, Breite, Höhe, und wir haben die Zeit. Aber wenn man sich mit sehr hohen Geschwindigkeiten bewegt, also mit fast Lichtgeschwindigkeit, dann ändert sich das Ganze. Und der Einstein ist da schon draufgekommen, mit 16 Jahren hat er schon darüber angefangen nachzudenken, hat sich nämlich überlegt, was passiert eigentlich, wenn ich einer Lichtwelle mit Lichtgeschwindigkeit hin nachlaufe. Nicht? Dann ist es ja eine Welle. Wenn ich mit Lichtgeschwindigkeit nachlaufe, dann ist ja keine Welle mehr. Dann sitze ich entweder auf dem Maximum oder auf dem Minimum. Das heißt, aus der Welle wird nichts mehr, wird was Konstantes. Das konnte ja nicht sein. Und wie gesagt, das war dann die Lösung 1905, die spezielle Relativitätstheorie. So. Und das hat aber dann sofort zu neuen Problemen geführt. Nämlich, dass die Newtonsche Gravitationstheorie, also die Theorie der Anziehung, die der Newton gemacht hat, dass die nicht ganz richtig sein kann. Denn in der Newtonschen Theorie breiten sich die Wirkungen der Schwerkraft mit unendlicher Geschwindigkeit aus. Das heißt, stellen Sie sich vor, ich habe dann Kilo Masse, eine Masse, und die hat eine Kraft, ein Newtonsches Potenzial in Kraft. Die zieht an. Und jetzt nehme ich die Masse und tue sie einen Meter rüber. Ja? Dann ist die Wirkung dieser Masse im ganzen Weltall sofort so, als ob sie einen Meter da drüben ist. Das heißt also, die Wirkung dieser Masse geht in der Newtonschen Theorie unendlich schnell. Und da aber der Einstein gezeigt hat in seiner speziellen Relativitätstheorie, dass nichts schneller gehen kann als mit Lichtgeschwindigkeit, konnte die Newtonsche Theorie nicht die exakte Theorie, die korrekte Theorie der Schwerkraft sein. Und dann hat sich Einstein also hingesetzt und hat also 10 Jahre gegrübelt, und zwar wirklich intensiv, mit allen Schikanen wirklich gegrübelt, und hat dann 1915 bis 1916 die allgemeine Relativitätstheorie entwickelt. Und die allgemeine Relativitätstheorie ist die richtige, die korrekte Theorie der Gravitation, und die ist heute auf 13, 14 Stellen hinter dem Komma bestätigt. Also die allgemeine Relativitätstheorie, da gibt es nichts, was nicht zeigt, dass die vollkommen korrekte Theorie ist. Die beschreibt alles richtig mit einer ungeheuren Genauigkeit, wie man das messen kann. Und die allgemeine Relativitätstheorie ist natürlich so, dass die spezielle Relativitätstheorie da drin enthalten ist. Das heißt, als in der allgemeinen Relativitätstheorie breiten sich die Wechselwirkungen, die gravitativen Wechselwirkungen natürlich auch nicht unendlich schnell aus, sondern mit endlicher Geschwindigkeit, und es kommt automatisch raus, dass es sich auch mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Das heißt also, auch in der allgemeinen Relativitätstheorie, also die Gravitationswirkungen, breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus.